Wir versuchen hier ein Betriebsrestaurant, Betriebskantine zu etwas Besonderem zu machen. Das heißt, man versucht, gute Qualität zu verkaufen, ein tolles Produkt, um positives Feedback zurückzubekommen. Weil sonst macht das Ganze auch keinen Spaß. Ne? Also, schönster Moment ist ja zu sagen, okay, man hat das gekocht, man hat dem Kunden das am besten noch auf den Teller gegeben und dann kam er zurück und hat gesagt, hey, das war super, das hat mir sehr gut geschmeckt. Früher war es halt den Leuten wichtig, Hauptsache billig. So, Hauptsache ich krieg viel und die Qualität ist mir egal. Aber, aber die Gäste waren noch früher so, oft. Aber heutzutage ist halt so, die Gäste haben auch viel mehr Ahnung vom Kochen. Ich glaube auch, die Qualität ist der ausschlaggebende Punkt. Weil wenn du schlechtes Fleisch hast oder schlechtere Qualität hast, kannst du nicht geil kochen. Also dieser Respekt vor dem Lebensmittel muss da sein. Und nicht dieses, ne, Masse und nicht immer nur, oh, Geld und das kostet. Und ja, klar kostet das Geld. Das, ne? Aber solange die Gäste glücklich sind und sagen, es ist toll, kommen auch immer mehr Gäste. Und das ist dann auch wieder ein Zugewinn. Wir wollten ja diese Nachhaltigkeitswoche machen mit Transgourmet zusammen und dann haben wir ja gesprochen auf der Messe und hier und da und dann fehlen so Produktnamen. Und ich sag, ja, dann machen wir das, okay, dann machen wir den Burger davon. Und dann machen wir da Barbecue, passt irgendwie toll zum Burger, machen halt Möhren, ne, dann den Ursprung Sri Lanka, Auerochsenburger da oben drauf und dann saure Gurke, Tomate, bisschen Käse und dann deckeln wir das Ganze ab. Ich bin mir sicher, das überzeugt heute ganz, ganz dolle. Und vor allem, wie die Tiere leben, das ist das Schöne, ja. Also, das ist ein Produkt, ich durfte jetzt schon zweimal dort sein und wenn man dann gerade beim Sri Lanka da auf der Weide steht, die Tiere stehen da, ja, nie einen LKW gesehen, nie einen Stall gesehen. Ja, man muss halt den Leuten das näher bringen, dass halt auch wichtig ist, nachhaltig zu arbeiten mit den Lebensmitteln und man kann halt auch, also regional, zum Beispiel vom Biobauern geht ja auch zum Beispiel Fleisch kaufen, um halt die kurzen Wege zu halten oder halt auch um zu wissen, wo das Fleisch herkommt. Und dadurch lernt man halt tolle Leute kennen, tolle Sachen und man entdeckt ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also ein Bekannter von mir ist Jäger, man sagt dem Bescheid, okay, ja, der jagt ja, okay, wild, ist irgendwie regional, biologisch, ist ja beides eigentlich, wie toll, okay. Und so findet man halt, was ich, die Möhren um die Ecke, die Kartoffeln aus Gifhorn, den Spargel aus Gifhorn, die bauen jetzt auch noch Tomaten an, also kann ich die Tomaten da auch noch kaufen. Ne? Ja, weil die Menschen achten beim Kantinenessen doch sehr auf vernünftige Lebensmittel. Wo ist das Lebensmittel her? Also das sind eigentlich so diese Punkte, die auch heute wieder festgestellt haben. Regionale Produkte zentral verkauft, das wäre vielleicht nochmal ein Stichwort. Da fehlt mir so dieser, ich bündel in den Regionen einen jemanden, der alles auf einmal bringt. Also man macht da vielleicht eine Kooperation mit irgendjemandem und sagt, komm, wir nehmen das noch mit ins Programm und dann verkaufen wir das halt, solange du was hast und wenn alle, ist halt alle. Man kann ja immer weiterdenken, ne? Das geht ja bis ins kleinste Detail, man muss es nicht übertreiben, aber es gibt viele Möglichkeiten auch daraus, Verpackungsmaterial, Mitnahmeboxen oder anders bestellen, andere Mengen, andere Volumen, um Müll einzusparen. Ne? Also das sind ja auch noch Sachen, oder muss ich jetzt das Fleisch 3 Stunden im Ofen garen, kann man das vielleicht irgendwie anders zubereiten? Oder da hat man halt irgendwas über und dann macht man halt, sag ich mal, jetzt aus den Nudeln, wenn man jetzt die Nudeln noch über hat, macht man Nudelsalat für morgen. Oft ist halt so, dass einfach, ja, das ist, sieht nicht mehr schön aus und weg. Oder das, man kann aber viele Sachen halt noch verarbeiten. Ne? Das Ergebnis muss passen, es muss vernünftig aussehen. Und eine gute Gastronomie macht auch aus, wenn es eine kleine Karte ist. Das ist meine Meinung, weil dann weiß man, es wird alles verarbeitet. Und natürlich sensationell hier gekocht, das muss man auch sagen. Also auch tolle Ideen dabei, Sachen, die man vorher vielleicht nicht gegessen hat. Aber man muss auch diesen Standard halt halten und das ist halt das Schwierige oder das Gute, dass man halt immer einen Ansporn hat, weiter Gas zu geben.